Ja, hallo zusammen und willkommen beim ersten Video meines YouTube-Kanals, der Bau einer Modelleisenbahn. Ich bin der Wolf aus dem schönen Salzburger Land und auf diesem Kanal möchte ich euch teilhaben lassen bei meinem neuen Projekt, der Modelleisenbahn NH0 in meinem Kellerraum. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das Bild bereits verlassen und möchte euch nun zeigen, wo die Modelleisenbahn hinkommt und wie diese aufgebaut wird. Der Platz für meine Modelleisenbahn beträgt ca. 4,10 m x 2 m. Die Anlagenkontur habe ich zuerst auf dem Boden grob aufgeklebt. Vor allem natürlich auch, um mir selbst das ungefähr vorstellen zu können, wie groß das wird. Und die Anlage kommt nun auf einen Holzrahmen, den ihr hier bereits zusammengebaut am Boden liegen seht. Dieser ist aus Fichten-Sperrholz Dreischicht verleimt. 19 mm stark, 8 cm hoch und ich habe mir die Platten im Baustoffhandel herschneiden lassen. Anschließend habe ich in die Elemente Löcher gefräst, damit ich die Kabel dann bei diesen hindurchziehen kann und die einzelnen Elemente stirnseitig mit Holzschrauben verschraubt. Wer sich jetzt noch wundert, was auf der Wand im Hintergrund für komische Zettel hängen. Das hat damit zu tun, dass ich ein sehr optischer Mensch bin und mir einmal habe vorstellen können müssen, wie groß und wie hoch die Anlage eigentlich wird. Dazu habe ich mir die Anlagenkontur und auch die einzelnen Ebenen, unten die Schattenbahnhofsebene, die Nullebene und die Geländekontur ausgedruckt in 1:1 und an die Wand gehängt. So, und damit ihr euch nun die Anlage auch ein wenig vorstellen könnt, werde ich euch kurz als Bilder die Gleispläne zeigen. Wer sich diese und den ganzen Planungsablauf, der mich doch die letzten zwei Jahre beschäftigt hat, etwas genauer anschauen will, ich habe den Link zu einem Modelleisenbahnforum, in dem ich aktiv bin, auch unten in der Beschreibung gepostet.